So this is now my right thumb, the knuckle area. You remember how it looked like. And have to do the left side a little bit adjustment. So I put down the crust, I ripped it down the crust with my fingernails. And we'll take a look at them in a moment. But if there's anything here left, then we will clean off this first. So ich habe die Kruste heruntergerissen bei den Fingernägeln. Und wenn hier was ist, dann werden wir das erst einmal hier entfernen. Und dann zeige ich euch die Krusten, genau, wo die Morgellen so viele drin waren. Dann gibt es einige hier. Make this a little bit brighter, ein bisschen heller. So. There we go. The light's already a little bit dim here. Where's my tweezer? Here it is. Okay, this looks clean now, so now we'll take a look at the crust that I pulled off from here. So here's a bigger piece. Ein größeres Stück von der Kruste, die auf dem Daumen gelegen war, die ich rausgerissen habe, sozusagen. Ich mache es ein bisschen heller hier. Going to make this a little bit brighter, maybe. So. We'll take a look at the Morgellons that we find here that were stinging me, die mich gestochen haben. Ja, die Kruste musste halt runter, weil, wie ich schon sagte, die werden dann langsam, die werden langsam, ja genau, die werden dann langsam frech, ne, die Morgellons, so. Don't drop it again. Good. Next one. The other one is just hanging on it with a Morgellon. Der andere hängt nur dran mit einer Morgelle drauf.
drehe es jetzt um und vielleicht fliegt es runter. I'm going to turn this around now and this other one piece may fall down. Oh my God. Here's another piece, looks like a horse. Right? Okay. How do we sharpen it? Just like that. Okay, focus it on. Let's turn it around. What's this yellow stuff there? Was es das gelbe da? Vielleicht. Vielleicht Eiter. Vielleicht ist keine. Jetzt drehen wir das mal durch. Und mal um. Ja, da ist noch ein schönes Stückchen mit Morgellons, oder nicht? Kosten. We can add some liquid from this side. Okay, this was.